Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, Sebastian. Wie war eure Woche? Wie habt ihr eure Woche erlebt? Hattet ihr viele Ängste oder war die Woche ganz gut verlaufen? Was habt ihr so gemacht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, meine Woche, die war irgendwie sehr angstbefüllt. Am Mittwoch wollten wir in den Garten, hatten einen Platten, das ging nicht. Kann ich euch kurz zeigen, ja, habe ich ein bisschen gefilmt. Ich denke gerade eben so, was ist die so schwer geworden? Ist meine Kondition noch schlechter geworden als vorher? Und was ist? Ich habe kein Flickzeug dabei. Aber eine Luftpumpe. Das ist gut, oder? Das hilft. Wahrscheinlich müssen wir Gras reintun. Ja, wir kommen nicht so weit mit den Platten. Ich habe da Gras reingetan, aber... hilft jetzt nicht so arg. Meine Haare sind total nass. Ich kann nicht mehr, der Weg ist so weit. Ich kann nicht mehr, ich kann schon, aber ich habe gar keine Lust. Ich habe gerade einen Unfall gebaut, ich bin so, wie ich hier gerade sitze, hingeflogen. Schaut mal, oh. Zum Glück ist nichts passiert, hey. Zum Glück, boah, wegen den Platten. Man kann gar nicht mehr bremsen. Puh. Hast dich erschrocken, hä? Aufgrund meiner Angst habe ich dann irgendwann aufgehört. Deswegen war der Tag irgendwie mit Filmen nicht so. Und das war ein anstrengender Tag, weil wir hatten Platten und dann konnten wir nicht mehr in den Garten fahren. Wir konnten eigentlich nur nach Hause fahren. Das hat super lang gedauert. War irgendwie anstrengend. Dann danach der Tag, das war der Donnerstag. Da hatte Emma auf einmal eine Zecke an ihrem Bein. Und ich habe es nicht geschafft, sie selber rauszumachen. Ich hatte da irgendwie, ich traue mir das so nicht zu. Ich habe Angst, dass sie da ihre Körperflüssigkeiten verliert. Und das ist ja nicht gut, wenn eine Zecke das macht. Deswegen bin ich mit ihr zum Arzt gegangen und dann hat er das gemacht. Und ich hatte ja gesagt, letztes Mal hat sich meine Tochter besser angestellt beim Arzt als ich, ja. Mit der Kommunikation, mit dem Doktor und so. Und diesmal habe ich auch ganz gut hinbekommen. War okay, ja. Also, es geht auch anders. Und am Freitag dann, also gestern, da wollten wir in den Garten fahren und ich hatte Angst. Wir fahren wieder Fahrrad und wir fahren gerade in den Garten. Vorgestern hatten wir Platten, da sind wir nicht bis zum Garten gekommen. Gestern hatte meine Tochter eine Zecke im Bein, da musste ich zum Doktor. Ah ja, aber jetzt heute fahren wir, es ist zwar schon wieder spät, aber ich muss halt auch viel machen zu Hause. Ich möchte auch mal alle neuen Abonnenten begrüßen. Cool, dass wir immer mehr werden. Seit langem. Ich hatte lange keine Angst mehr, irgendwie in den Garten zu fahren. Es ist wegen den Nachbarn. Bescheuert, oder? In den eigenen Garten hat man Angst wegen den Nachbarn. Oh, ja, bescheuert. Jedenfalls, desto näher wir da ankamen am Garten, desto größer wurde meine Angst. Irgendwann war die ein bisschen panisch. Ich wollte da auf gar keinen Fall mehr hin, ja? Das war wieder, wie immer, so kein schönes Gefühl. Kennt ihr das auch, dass ihr Situationen, die ihr eigentlich schon gut könnt, wo ihr sicher seid, auf einmal gibt es einen Tag, wo die Angst volle Kanne reinhaut und es ist wie früher, ja, das war schlimm. Naja, trotzdem war es für die Kinder schön, wir sind dann halt an einem Brunnen gefahren, da konnte Emma schön spielen, mit dem Großen bin ich so runden im Kreis gefahren mit dem Fahrrad, das hat ihm viel Spaß gemacht, wir haben so eine Art Rennen gefahren, ja, er hat mich 2000 Mal überrundet, aber naja, er hatte auf jeden Fall Spaß, beide hatten Spaß, daher auch nicht so schlimm und mit der Angst, ja, das ist doof, aber man sollte da auch nicht so viele Gedanken dann verschwenden, jetzt kommt ein neuer Tag, der heute gehe ich wieder in den Garten, diesmal mit meiner Frau und dann komme ich wieder da rein und dann wird es mir das nächste Mal auch nicht mehr so angstbesetzt sein, ziemlich bescheuert. Ja, danke schön. Ohne euch wäre dieser Kanal gar nichts, ja. Deswegen, vielen Dank. Ich nehme euch heute noch mit, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann war das Video jetzt hier Ende. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Tschüss. Und immer mutig bleiben, nicht? Immer voran wie ein Zug. Tut, tut. Heute können wir mal so eine kleine Birne probieren. Die hing da an dem Baum. Und ich mache den Geschmackstest. Geschmackstest für euch. Okay. Also, Geschmackstest ist gar nicht gut.
absolut nicht gut. Boah. Tut mir leid. War eine dumme Idee von mir, die abzupflücken. Also Birnen, wenn die klein sind, kann ich keine empfehlen zu essen. Boah, der ganze Mund. Also gipfelt sich so komisch an. Hier. Ich versuche da hochzukommen. Junge, das ist ganz schön crazy. Was? Okay, dann schickst du mir die Post, wenn ich nicht abstürze. Wow, warum mache ich das? Warum? Oh. Ja, da ist eine Leiter. Ach so, okay. Woo, eine Leiter. Sagst du ein bisschen spät, hey. Hier ist echt eine Leiter. Bin ich selten dämlich. Wow.